Ja, und das war's, ne? Nö. Das muss ein Schrein für Meredith. Also, dass es da ein paar Lücken in der Geschichte gibt. Okay, ja, da kommen wir wahrscheinlich noch irgendwann einmal hin. Aber jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Hier, das muss ich noch aufmachen. Dann habe ich wahrscheinlich ein Foto oder irgendwas. Ja. Ah, jetzt kann ich das hier aufmachen. Perfekt. Meredith's Porträt. Mit dem wissen wir schon, wohin wir hingehen können. Und zwar hier oben. Und hier rein. Dann öffnet sich diese Schatulle, ja. Da haben wir die Lupe. Meredith, nach einer kurzen Unterredung mit deinem Vater gab er mir seinen Segen, dich auf deine Hand zu bitten. Auf diese Weise fällt dir die Ehre zu, vom vielversprechendsten Mediziner unserer Zeit umworben zu werden. Leistest du mir heute Abend beim Tee Gesellschaft? Nee, glaube ich nicht. Na, wenn das nicht so romantisch ist. Liebe war wohl eine ganz andere Angelegenheit im viktorianischen Zeitalter. Ja, da haben wir noch einen Federhaken, das ist gut. Was sonst noch hier? Irgendwas Interessantes hier? Nur das hier, oder was? Ja, anscheinend. Sonst haben wir hier nichts mehr irgendwie zum Mitnehmen. Oder? Ich meine, ich bin ja nicht blind. Nee. Gut, okay, wurscht. Ja, wir können auch hier nicht mehr rauf, ne? Seht ihr? Ja. Okay. Dann haben wir das erledigt. Wir gehen trotzdem nochmal kurz in den Wintergarten. Zu der Hand hier. So, was können wir hier machen? Hier können wir den Magneten holen und das war's. Das alles nur für einen schönen Magneten, den wir hier wiederum brauchen. Ups. Ah ja, okay. Wow. Da ist wahrscheinlich die Haarspange, was sie haben will. Merediths Haarschmuck, genau. Und ihr Lieblingsbuch. Was? Was willst du von mir? Ach so. Ah, perfekt. Ich war nie sehr gut darin, mir Symbole zu merken, deshalb schreibe ich sie mir auf. Und eine Träne. Eine Träne der guten Hoffnung. Die stecken wir hier rein. Hm, sie sind mit Symbolen markiert, aber welche sind die richtigen? Zum Glück habe ich einen Hinweis aufgeschrieben. Ja, okay. Ein Vogel. Und das war's. Vogel. Vogel. Ernsthaft? Das war das Richtige? Vogel? Wo ist Vogel? Hä? Ja, okay. Blume. Blume. Gibt's hier eine Blume? Hier. Ein Vogel. Ah, das hat geklappt. Das muss Meredith's liebstes Gedicht sein. Dem Tod schlägt die Stunde von Meredith Huxley. Kann ich leider nicht lesen, aber der Tod, den Tod schlägt die Stunde, so heißt übrigens, ja, das Spiel. Dem Tod schlägt die Stunde. Der Tod ihrer Kinder hat Meredith ziemlich zugesetzt. Ist es wirklich eine gute Idee, ihr dieses Gedicht zu geben? Tja, weiß ich nicht. Bleibt ja uns nichts anderes übrig, oder? Außer ihr das Gedicht und ihren Haarschmuck zu geben. Perfekt. Now where is my poem? Ja. You're as competent as my first assistant. Quickly, braid my hair. The full hour is upon us. Du bist so kompetent wie mein erster Assistent. Beeilung! Flechte mein Haar. Bald schlägt die Uhr zur vollen Stunde. It marks the coming of the blast and my time of rest. I don't want to wake up with ruffled hair. Und dann ist es an der Zeit, dass ich ausruhe, mit oder ohne dir. Aber ich möchte nicht mit zersaustem Haar erwachen.
I expect you to be here when I wake up. Don't you dare leave my side. Und ich erwarte, dass du hier bist, wenn ich aufwache. Wage es ja nicht, mir von der Seite je zu weichen. Wie was? A sight that can't be held by mother's eyes. It brings hurt that stigmatizes till a heart is shriveled. Wähle eine waagrechte und eine senkrechte Haarsträhne aus, um das Gitter des Haarschmucks mit den richtigen Symbolen zu füllen. Die Symbole über jedem Feld helfen dir dabei, das richtige Symbolpaar für jedes Feld zu finden. Was? 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 Ich check das gerade voll nicht. Wähle eine waagrechte und eine senkrechte Haarsträhne aus, um das Gitter des Haarschmucks... Ah, warte mal. Meinen die so und so? Ne? Das Symbol mit dem Symbol? Ne. So meinen die das nicht. Das hier und das hier. Wie sieht denn das Haar hier aus? Was? Die Symbole über jedem Feld helfen dir dabei, das richtige Symbolpaar für jedes Feld zu finden. Ach so. Ah so. Oder? 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 Hier ist jetzt zum Beispiel Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Das heißt, hier ist Schmetterling. Oder bin ich jetzt blöd? Oder meinen die das anders? Schmetterling. Hier ist die Rose. Hier ist Schmetterling und die Rose. Ja, und was ist dann hier? Ach so, das ist ein Fragezeichen. Das heißt, das weiß man nicht, was das ist. Ich verstehe, ich verstehe. Also, okay. Also hier Rose ist durchgehend. Hier ist im Prinzip auch... Nein, hier ist... Hier ist der Schmetterling so durchgehend im Prinzip. Und hier ist... Rose, Rose und dann das. Also müsste es eigentlich der Schmetterling sein, oder? Hier könnte es aber die Rose sein im Prinzip. Wenn ich es jetzt richtig verstehe. Dann müsste das hier sein. Weil hier haben wir... Warte, auf was habe ich jetzt geschaut? Rose, Rose, Schmetterling habe ich jetzt gemacht. Rose, Rose, Schmetterling. Dann müsste das eigentlich der Schmetterling sein. Hier haben wir Rose auch und die Rose. Da müsste das hier auch der Schmetterling sein. Und hier haben wir Rose, Rose und Schmetterling, aber das passt ja dann mit dem hier nicht zusammen. Was? Ich verstehe das Rätsel. Ich verstehe. Was? Bin ich heute so doof dafür oder? Oder um was geht's hier eigentlich gerade? Ich kann ja die Strähne nicht einmal hier so
so halb ziehen oder sowas, sondern die geht ja ganz durch. Rein theoretisch, wenn ich jetzt nach dem ginge, müsste hier die Rose so rüber sein. Rose, Rose, Rose. Rein theoretisch müsste dann hier auch Rose, Rose und Rose sein. Kann aber nicht. Dann nehme ich hier den Schmetterling zum Beispiel. Der Schmetterling ist hier zum Beispiel, ne? Und hier ist zum Beispiel dann... Ja, was soll hier sein? Mann. Gute Frage. Wäre hier mal Rose. Hier könnte eine Rose sein und hier könnte eine Rose sein, aber dann haben wir hier... Ich verstehe das nicht. Tut mir leid. Ach, das wäre noch weiter gegangen. Ja klar, sicher, warum nicht? All that remains is memory and ash. As withered flowers, they wane in the season's flash. Till I am burdened with broken hours. Oh, grausamer Tod. Warum bist du gekommen? Hast die Stadt meiner genommen? Und mich verflucht auf alle Zeit? Those words always bring back memories. With them comes such anger. Diese Worte wecken Erinnerungen. Erinnerungen und Wut. Ja. Scheiße. Wow, diese Stoßwelle hat sie einfach ausgeschaltet. Mitten im Satz. Was geht hier vor sich? Versuche Meredith zu entkommen. Kann man das Messer hier wegnehmen vielleicht? Nein, wir nehmen einfach mal die Brosche. Ein Schlüssel. Ja klar, warum nicht? Wir stehlen den Schlüssel. Ist das ihr Powernap zu jeder vollen Stunde? Sie sagt mir, ich solle mich nicht rühren, aber das ist meine Chance, ihr zu entkommen. Kann man hier vielleicht den Schlüssel verwenden? Tatsache. Kuriositätenkabinett. Ui, es wird immer kurioser. Wie alles andere in diesem Haus vollzog, dieses Ankleidezimmer eine Wende von schlimm zu schlimmer. Tja. Nehmen wir mal gleich. Ich will mich jetzt einmal umschauen, bevor wir Wimmelbilder machen. Klettere nach unten, okay. Die Glocke konserviert Duncans Kleidung. Wenn ich sie zerbreche, wird Meredith sicherlich rasend, aber ich habe keine andere Wahl, denn ich brauche das hier. Kann ich es vielleicht mit dem Arm reifen? Nein. Gut, was haben wir hier Schönes? Leer. Oh, was haben wir hier Schönes? Eine Urne. Eine Spreizzange. Meredith zu entkommen wird nicht einfach sein. Jedenfalls nicht, bevor ich die Steuerung für den Aufzug gefunden habe. Na klar, ein Hammer in der Urne. Aha. Ein Aufziehschlüssel. Kann man den hier reinstecken? Nein. Schade. Ich will nicht nach... Okay. Geile Sache. Was? Eine einfache Ziegelmauer wäre nicht ohne guten Grund dekoriert, oder? Vor allem in diesem Haus. Ja, okay. Da müsste ich anscheinend... Da gehört noch irgendwas rein. Keine Ahnung. Denn, ja, da kann ich noch nichts drücken. Ja, es bleibt noch nicht so. Da gehört noch was rein, bevor ich das machen kann. Na gut, das heißt, ja, nach unten klettern will ich ehrlich gesagt auch noch nicht.